Nicht, dass es einem toten Mann noch viel ausmachen würde. Ja. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte ihre letzte Chance sein. Was immer sie beide da drin vorhaben, ich wünsche ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Dritter Akt. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Okay, wir weiter zurück in seiner Kindheit. Gehen wir. Na Hossa. Und da unten dieser grüne Pfeil zeigt uns das Memento an. Ich wollte eigentlich nur sagen, also ich kenne das auch von mir auf jeden Fall mit Gerüchen. Ich habe da so ein paar, die mich total an meine Kindheit erinnern und eben auch an die Zeit bei meinen Großeltern. Ist echt komisch. Du riechst das und bist bam sofort da. Jetzt müssen wir bestimmt wieder dieses, irgendwie so ein Drehteil da machen, oder? Spielen wir jetzt eine Runde Fußball. So ein kleines Ding und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Darum geht's ja. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut. Bereit? Irgendwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Oh, da scheint aber massive Erinnerung wachzurufen. Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Oh. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis. Sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du dich dann nicht aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide ausloggen, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, bevor Johnny... Ach du Blöde! Erzähl mir doch keinen... Wir sind hier nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin, du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es, wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alistair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil, das habe ich nur davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln. Aha. Oh, er ist wieder stabil. Doktor. Alles im Griff. Vorerst. Okay. Sie streiten sich immer noch. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Hä? Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das nochmal passiert. Weißt du, ich habe das nicht wirklich so gemeint. Also, dass du bescheuert bist. Ich allerdings schon. Augen zu und durch. Aber das mit dem Karottenkuchen scheint ja dann doch ernst gemeint zu haben. Obwohl der ja eigentlich auch ganz lecker sein kann. Man sitzt da auf der Schaukel. Okay, ich lag dann wohl doch falsch. Das ist kein Galgen, sondern eine Schaukel gewesen. Es hat funktioniert. Ich kann es kaum glauben.
Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Johnnys Zimmer. Ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Ich habe irgendwie auch nicht wirklich was gesehen, aber naja. Okay, jetzt pulst das hier so. Eine schöne Wippe steht hier. Okay, dann gehen wir mal direkt zu Johnny, der auf seiner Schaukel sitzt mit seiner Mama. Oder ist das, wer ist das? Mit der Mamutschka. Können wir nichts machen? Können wir auch nichts machen? Achso, hier geht's raus. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay, irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Okay, mit wem? Wer ist das? Wer spricht da mit wem? Was ist denn jetzt los hier irgendwie? Himmel, die Zeitüberlappung gerät außer Kontrolle. Überall rennen kleine Johnnies rum. Seht ihr mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Das ist ein regelrechter Zoo. Füttern verboten? Ha, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und eher nur hinterher rennen. Welcher Ball? Ich sehe leider keinen Ball. Oh, wieder ein überfahrenes Eichhörnchen. Das alles verdanken wir dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Oh, pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mach ich. Wir sehen uns. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und, worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Ich ahne was. Oh oh. Irgendwie hat die Musik gerade so ein bisschen was von John Carpenter mies. So. Oh, weia. Oh, das ist tragisch. Das eigene Kind überfahren. Oh, weia. Puh. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er selbst niemals gesehen hat, Entschuldigung. Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Joey! Joey? Kannst du mich hören? Joey? Warum hast du Joey überfahren, Mom? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf!
Oh ja, das ist sein Bruder gewesen, oder? Sein Zwillingsbruder oder so. Joey. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Gute Frage. Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Puh, das ist ja harter Tobak. Notiz Joey erhalten. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Puh. Ah. Wir sind noch weiter zurück in seiner Erinnerung. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine, echt jetzt, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon drei Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Futurama, die Gehirnschnecke? Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Das ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große, böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie immer so. Und dann kriegen sie Laser. Und dann alle so Peng, 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 Peng. Peng, 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 Peng. Lass das. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolsten Geschichten überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen. Ist doch klar. Cleveres Kerlchen. Klar bin ich ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon. Ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Moms Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern und als wir angeln waren und... Okay, okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Jep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny, welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon. Notiz Animorphs erhalten. Okay. Nicht genug,
genug Memory Links vorhanden. Wir haben ja zwei Notizen erhalten. Oh, jetzt ist das da oben schon rot, die Anzeige. Und, es scheint zu Ende zu gehen. Wir haben eine Notiz über Joey bekommen. Johnnys verstorbener Zwillingsbruder. Ups, und über die Animorphs. Joeys Lieblingsserie. Hat sie ihm dann die zur Hochzeit vielleicht nur deswegen geschenkt, weil es Joeys Lieblingsserie war? Ja, ist schon tragisch, wie so ein Ereignis irgendwie eine ganze Familie beeinflussen kann. Wir sind gleich angekommen, wir sind schon in seiner frühesten Kindheit. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh. Och, jetzt hast du es vermasselt. Oh, Luftballons, wer bist du denn? Okay. Was haben wir hier? Früchte, frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch, sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Okay, Früchte. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht. Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hihi, ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hilfeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefekloß. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du blöffst doch nur. Was gibt's hier Schönes? Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja. Oh nein. Los geht's. Maus benutzen, natürlich. Das machen wir. Bam, bam, bam. Kann man das nicht auch bei Sam & Max spielen? Ganz ungewohnt, wenn man hier erstmal die ganze Zeit mit dem Gamepad am spielen war. Bum. Ganz schön Ghetto. Na, was gewinnen wir denn Schönes? Noch ein Maulwurf? 2 Sekunden noch, eine. Yep, die Zeit ist um. Was haben wir gewonnen?